Dankeschön. Reicht. Beruhigen Sie sich. Tolles Programm heute. Heino, Aura Dione, Oli P., deutsche Eiskunstlaufmeisterin. Alles hier in dieser Sendung. Reicht, bitte. Beruhigen Sie sich. Ist gut. Komm. Reicht. Dankeschön. Hervorragend. Ah, so kann man das Jahr ausklingen lassen. Und hu, ist es auch weihnachtlich bei Ihnen zu Hause? Ja, 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 es ist wunderschön. Auch bei Tiger Woods zu Hause bestimmt. Jeden Tag wird ein Türchen aufgemacht und eine neue Alte ist da. Fantastisch. So muss das sein. Und wir haben heute uns auch einiges hier überlegt für diese weihnachtliche Sendung. Wir haben wirklich einen ganz tollen Kinderchor da. Wir haben Kinder, die wir heute beschenken wollen. Und das werden Sie alles in dieser Sendung sehen. Aber erstmal muss es auch in diesem Studio ein bisschen weihnachtlich sein. Ich habe so das Gefühl, Sie sind noch nicht so ganz in weihnachtlicher Stimmung. Das kriegen wir aber schon hin. Wir werden jetzt erstmal so ein bisschen das Licht dimmen, dass Sie so ein bisschen weihnachtlich reinkommen. Ja? Oh, fantastisch, meine Damen und Herren. Ist das nicht schön? Und jetzt wird der Pocher Showchor ein bisschen was Weihnachtliches für Sie singen, dass wir so ein bisschen auch da in die Weihnachtsstimmung kommen. Wenn ihr mal vielleicht anfangen würdet, liebe Kinder. Ach, ist das herrlich. Ach, ist das weihnachtlich. Ach, ist das weihnachtlich. Ist das weihnachtlich? Brauchen Sie noch mehr Weihnachtsstimmung? Meine Damen und Herren, die offizielle Oliver Pocher Show Weihnachtsbeleuchtung. Entschuldigung. Ah, hier. Entschuldigung. Jetzt. Ja, jetzt ist weihnachtlich. Und meine Damen und Herren, das ist nicht alles. Sie wollen sich die Stimmung noch schön saufen. Kein Problem. Glühwein für alle im Publikum mit unserer Glühweinfee, die da vorne kommt. Ja, da ist unsere Glühweinfee. Ja, ja. Ja. Ah. Schön. Reicht dann auch. Wir haben genug Weihnachtsstimmung. Danke, Kinder. Ja. Die Glühweinfee, auch die kleinen Kinder hier vorne nicht vergessen in der ersten Reihe. Und falls wir Italiener aus Wuppertal haben, auch da schön zwei Becher extra. Meine Damen und Herren, aber ich bin ja auch jemand, der zu Kindern ein ganz besonderes Verhältnis hat. Und das meine ich ganz wertfrei. Und deswegen bin ich als Weihnachtsmann auch mal in eine Kindertagesstätte gegangen, um mir mal anzuhören, was sich da so die jungen Menschen alles wünschen. Und da bin ich in ein Viertel gegangen, na, wo es jetzt nicht jedem so perfekt geht und nicht jeder das beste Weihnachtsgeschenk bekommt. Aber es ist sehr interessant, was diese jungen Menschen so über Weihnachten wissen und für Ansichten haben. Doch irgendeins von den kleinen Bratzen mal ein iPod oder ein Portemonnaie wenigstens dabei. Ah, hallo, ich bin es, der Weihnachtsmann. Ich bin heute in der Villa Kunterbund und ich möchte gerne wissen, was sich die Kleinen wünschen. Und vielleicht, wenn ich einen Kredit aufnehme, schenke ich denen das auch zu Weihnachten. Ho, ho, ho. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Sprechen sogar alle Deutsch. Hallo. Na, wisst ihr, wer ich bin? Du bist der Weihnachtsmann. Ja, das ist richtig. Du bist verkleidet. Nein, 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 ich bin noch nicht verkleidet. Ich bin nicht verkleidet. Ist jetzt. Kinder, wir können alle zusammen singen, nur wir können nicht zusammen reden. Gewöhnt euch schon mal an den Satz, den werdet ihr hören in der Schule, jeden Tag. Kennt ihr die Weihnachtsgeschichte? Ja. Maria hat gesagt, ja, guck mal, ich bin schwanger, aber nicht von dir, Knickknack. Und da war Josef ganz schön sauer. Und hat der Josef überlegt, ob er zu Olli Geist oder zu zwei bei Kalvers geht, um das mal nachzuforschen. Und wie geht es dann weiter? Der Jesus ist dann ans Kreuz genagelt worden. Ja, das ist, war dann ein bisschen dann später, aber... Jetzt wollen wir ja natürlich wissen, was ihr für Geschenke haben wollt. Wer möchte anfangen? Wer kommt als erstes? Komm, dann fangen wir hier vorne an. Du als erstes. So. Willst du stehen bleiben oder willst du hier drauf? Stehen bleiben. Okay, alles klar. Das ist deine freie Entscheidung. Du bist der? Patrick. Patrick. Patrick, was wünschst du dir denn? Ich habe hier auch einen Zettel gegebenenfalls, weil ich gehe nachher in den Mediamarkt und kaufe dann die ganze Nummer. Bitte. Den.
Lederfußball. Lederfußball. Okay, Patrick, welche Marke? FC Köln Fußball. Ein erster FC Köln Fußball, aber der geht ja nie ins Tor. Kleiner Spaß. Oh, hast du ein Bild gemalt für mich, oder was? Roller. Wo ist denn der Roller? Das hier. Und warum ist der auf dem Kopf? Da. Oder so, muss so rum? So rum. Ah, jetzt erkenne ich es, jetzt sieht es viel besser aus. Was möchtest du jetzt genau haben? Ein Roller. Ein Roller. Deo-Roller oder normaler? Deo-Roller. 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 Mit dem guten Trick wird's gleich viel günstiger. So, dann hier bitte, die nächste. So, Joel, jetzt kommt der schönste Moment, ne? Nicht der erste, den du schon gegessen hast, was? Das glaube ich wohl. Dann hier, jetzt ist der Nico dran. Nico, erstmal, was ist passiert? Ja. Hier. Wir haben hier wehgetan. Ja, ich weiß. Aber was ist da passiert? Ich bin runtergefallen. So, Nico, da gibt's auch was. Warte, ganz kurz, dass er so ein bisschen von der Nase aussieht wie du. So, bitteschön. Danke. Ja, komm ruhig zu dritt. Oh, was ist denn los? Bist du traurig? Warte, ich weiß was gegen Traurigkeit hilft. Schokolade. Das hat bei Tine Wittler auch geholfen. Und die war sehr oft traurig. Die will was singen, Leonie. Leonie will noch was singen? Nikolaus, Nikolaus, pack die Tasche aus. Wieso denn das? Das ist immer artig, war das so. Jeder hier im Haus. Ach, das weiß jeder hier im Haus. Leonie, du kannst hier nicht mit so einem runtergerotzten Song dann hier auftauchen und die Kinder denken, da trifft ja einer nicht jeden Ton. Wenn du nicht weiter an dir arbeitest, wird es für den Recall verdammt schwer werden. Und ich weiß, du willst in die Band, oder? Du willst in die Band, oder? Du würdest alles dafür gehen, um in die Band zu kommen. Okay, dann habe ich heute noch mal einen zweiten Schoko-Weihnachtsmann für dich. Aber du weißt, für nächste Woche musst du noch mal alles geben. Okay? Alles klar, Leonie. Hier vorne haben wir den ein oder anderen sitzen. Na, Joel? Ja. Ja. Wie geht's? Gut. Gut. Hat dir es gefallen? Ja. Ja, sehr gut. Und hier ist Leonie. Bist du nervös, weil du gerade im Fernsehen bist? Ja. Wahnsinn, oder? Ja. So geht's mir jeden Tag. Ja. So, und du auch zufrieden mit dem Einspieler? Alles gut? Nein. Ja. Ja. Wir zeigen ja gleich noch ein bisschen mehr. Du feierst auch Weihnachten, oder? Weißt du schnell. Na, mal die Eltern fragen oder die Brüder, wenn wir draußen gleich sind. Und ja. Was? Es gibt hier keine Brüder. Naja, nee, die stehen ja draußen. Naja. Ja, Joel. Das geht bald was? Kaputt. Was bitte? Das geht bald kaputt. Was geht bald kaputt? Deine Schuhe, die knacken immer so. Nein, das sind die Knochen von mir. Ja? Das sind nicht die Schuhe. Joel ist jetzt auch gut, setz dich da wieder hin. Das ist auch wirklich, jetzt haben wir es auch mal gehabt. So, ihr habt euch ja auch Sachen gewünscht. Wir werden gleich in der Sendung gucken, ob wir das noch haben. Wir haben noch ein... Ja, meine Schuhe knacken. Jetzt ist auch gut. So, es gibt vielleicht gleich keine Geschenke, wenn ihr weiterhin so seid. Ne? Das wollen wir ja alle nicht, oder? Nö. Nö. Jetzt alle mal ruhig sein, weil wir haben auch noch ein paar ältere Kinder hier. Hier vorne nämlich, euch habe ich nämlich auch besucht. Das können wir mal kurz den Leuten hier im Hintergrund zeigen. Ihr kommt nämlich aus einem, wie heißt es, Jugendheim? Wohngemeinschaft. Jugendwohngemeinschaft. Bei euch ist ja Weihnachten auch so wunschmäßig nicht so wahnsinnig viel, was da durchaus kommt, oder? Weihnachten bei uns in der Gruppe ist eigentlich immer ganz schön, aber ja, ja, wir aber freuen uns natürlich, wenn wir von außerhalb dann Geschenke kriegen. So deswegen wie vielleicht jetzt heute hier. Vielleicht heute hier, da gehört ihr alle zu. Und ihr habt ja hier auch einen, sag ich mal, einen Wunschzettel mir gegeben. Ja, da sind so Sachen drin, was man sich so wünscht. Pierre zum Beispiel hier wünscht sich eine kleine TV-Rolle bei Niedrig und Kuhnt. Marielle, ein Trikot von 96. Mareile, ein Trikot von 96. Gut, den Schreibfehler lassen wir mal so sollen. Kevin, ein Zuschuss für einen Roller. Fußballschuhe, ein Beauty-Tag mit Sauna. Ein Fahrrad, Kölner Haie-Dauerkarte. Das sind so die Wünsche. Und wir werden gucken,
ob wir die euch erfüllen können. Ja, das hoffen wir doch mal. Ja, sind wir sehr gespannt. Bescherung ist am Ende der Sendung. Also noch ein bisschen hier sitzen und auch gucken, wenn die hier mal Joel oder so einen Schafen macht, ruhig mal hinten gegen den Sitz treten. Das macht gar nichts. Ja. So, und was ich ja persönlich auch sehr gerne mache, ist ja Eiskunstlauf. Ja? Viele denken, hey, der kann ja nur so grobe, rabiate Sportarten wie zum Beispiel Fußball. Nein, ich bin auch jemand, der Eiskunstlauf beherrscht. Und das glauben Sie mir nicht, dann schauen Sie sich bitte das an. Eiskunstlauf ist meine Leidenschaft. Tja, wäre ich nicht Oliver Pocher geworden, dann wäre ich höchstwahrscheinlich Eiskunstläufer geworden. Weil diese Eleganz und diese Faszination Eiskunstlauf, die habe ich wahrscheinlich von meinem Vater Gerd geerbt. Ja, mein Vater war halt ein Poet auf Kufen. Mit der unvergesslichen Elfriede Trepper. Wahnsinn. Der hat ausdrucksstarken Parlor für die Welt, glaube ich, nie wieder erleben. Na gut, das war natürlich ein Missverständnis innerhalb der Familie. Ich wollte ja nie eine kleine Eisprinzessin werden. Ich wollte die Athletik, die Eleganz und die Fantasie eines Norbert Schramm auf den Eisspiegel zaubern. Ja, ich kann bloß nicht Shichu laufen, ja, da packe ich mich andauernd auf die Fresse. Das hat es natürlich in dem Sport relativ schwer für mich gemacht. Aber mein Traum ist es, einmal eine große Kür zu beschreiten. Und da habe ich gedacht, ich muss es hinbekommen. Und deswegen habe ich trainiert, und zwar mit der deutschen Eiskunstlaufmeisterin und mit jemandem, der bei Stars of Ice es geschafft hat, zu gewinnen. Deswegen begrüßen Sie jetzt hier im Studio mit einem recht herzlichen Applaus Olli Petzokat und Annette Dirdit. Setzt euch doch. Ich habe immer Probleme mit deinem Namen. Wie heißt du? Oh. Dittert. Ich habe dir was mitgebracht. Es ist ja Weihnachten. Oh, das ist aber nett. Das ist ja sehr nett. Olli, hast du auch was mit? Ja, ein Feuerzeug. Danke. Da kann ich ja dann vielleicht das den Kindern weiterschenken. So, soll ich schon jetzt auspacken? Ja, bitte. Wie ist das bei euch? Was gibt es Weihnachten? Was macht ihr da? Wir jetzt beide? Ja, also ihr seid ja nicht. Oder feiert ihr zusammen? Also, man könnte drüber nachdenken. Ja, wir haben noch nicht drüber geredet, aber ich bin dabei. Na, ach so, schnell geht das schon bei euch. Ihr Eiskunstläufer, ihr kleinen Schweinchen. Naja. Eigentlich wäre ja heute dein großer Tag, weil heute, du bist wie oft deutsche Meisterin geworden? Fünfmal. Und heute ist eigentlich wieder Meisterschaft, aber? Ich habe leider eine Sehnenentzündung und ja, ich denke, durch den ganzen Stress und der Fuß wurde in letzter Zeit viel belastet, habe ich es besser abgesagt. Weil ich auch immer meine Bestleistung zeigen möchte und das wäre jetzt nicht möglich. Und dann stehen jetzt noch Olympische Winterspiele an. Wie sieht es damit aus? Ja, da habe ich leider die Olympia-Qualifikation nicht geschafft. Ach, die Anni Friesinger auch nicht, oder? Nee, die andere, die Claudia Pechstein. Oh, meine Damen und Herren, aber das wird schon klappen. Du bist ja noch jung. Ey, das ist doch, meine Damen und Herren, das ist ja wirklich... The Hoff, aber ist doch was für mich, das ist doch nicht für Olli. Die David Hasselhoff Biografie, meine, da bin ich aber sehr froh. Ich wusste, du bist ein großer Fan. Absolut, er war ja letzte Woche bei uns in der Sendung. Aber du bist doch nicht der Fan, ich bin doch der Hasselhoff-Fan. Gut, dann ist es dein Geschenk, das ist auch kein Problem. Ich wollte gerade sagen, was soll das denn? Ja, ich wollte Eiskunstlauf ja lernen, weil ich wirklich ein Eiskunstlauf-Fan bin. Ich finde diese Eleganz und das, was man darüber so zeigen kann, ist schon sensationell. Du hast ja bei Stars of Ice mitgemacht und gewonnen. Das stimmt, ja. Und das war krass. Also ich hatte davor noch nicht geübt. Und wir hatten einen Monat für die erste Sendung Zeit gehabt zu üben und dann von Woche zu Woche halt immer neue Choreo drauf schaffen. Und also man braucht da mindestens ein paar Monate, um einigermaßen auf dem Eis zu bestehen. Es sei denn, man ist ein Naturtalent. Und da kommen wir direkt zu mir, denn wir hatten diese Zeit nicht wirklich. Wir mussten innerhalb von 2-3 Wochen, was unglaublich ist, 2-3 Stunden, Entschuldigung, habe ich was anderes gesagt, eine unglaubliche Choreografie uns zusammenbasteln. Und wir haben hier auch eine Eisfläche gleich im Studio und möchten Ihnen unsere unglaubliche Performance auch hier zeigen. Vorher schauen Sie sich aber bitte an, wie hart das Training unter Annette mit Olli P. gewesen ist. So, wir befinden uns jetzt hier in der Eishalle. Für unsere große Kür sind wir jetzt am Trainieren mit Olli und Annette. Und die wird uns jetzt mal ein bisschen was zeigen und ich bin sehr gespannt. Also man muss immer die Knie mitnehmen.
Ja, das macht und ja wieder immer Sinn. Abschluss, genau. Olli, hilft dir ein bisschen, dass du schön weich wirst. Was sind das für Scheißsprüche hier? Du bist ein bisschen zu steif, nämlich. Und wieder. Oh ja, wie so ein. Geht nicht. Nein. Kann ich nicht. Was ist denn nur mit Laufen? Also du musst deinen Waschbrettbauch ein bisschen anspannen, ja? Ich habe jetzt natürlich auch zwei Pullover drunter, weil es ja doch schon kühl ist, aber... Ja, ja, geht schon. Dann probiert's mal zusammen. Olli, ist die Frau? Natürlich bin ich die Frau. Okay, dann lass uns mal ein bisschen jetzt im Kreis probieren. Nicht so schnell. Und dann drehen wir uns alle auf der Stelle. Ich spüre dein Glied. Das war wirklich mein Glied. Ja. Das ist sehr schön, wenn ich mich daran abstützen könnte. Das gefällt mir sehr gut. Mach mal ganz kurz, ob ich da jetzt auch spüre. Nee, da ist nichts. Oh Gott, ey, das sieht aus, ey, als wenn ich 6 Promille in der Birne hätte. Ey, meine Fresse, ey. Ich laufe hier übers Eis wie David Hasselhoff. Ey. Wichtig ist, wenn du vorwärts übersetzt, dass der Arm ja fest ist. Der gibt dir den Halt, den richtigen. Du hast keine Angst, dass ich damit eine politische Aussage schon auf dem Eis tätigen könnte. Nein, einfach laufen. Ja. Genau. Ja. Sie hat gesagt, ich soll die Hand nach vorne drücken. Weiter runter die Hand. Natürlich ist im Osten Eiskunstlauf beliebt. So, okay, was jetzt? Ich denke, wir könnten langsam mit der Choreografie anfangen. Oh ja, Choreografie hört sich sehr gut an. Warm bin ich ja schon, wenn nicht sogar heiß jetzt. Jetzt kommt doch nicht ab. Gut, ich würde andersrum drehen. Warte. Unser Zahnpasta-Lächeln. Ja, nee, also ich würde es ein bisschen weicher machen und du musst. Ja, immer weicher, immer anders. Annette, du machst ja immer so, mach mal da, mach mal so, mach mal so. Zeig du doch mal überhaupt, was du kannst, ey. Erzählst du hier fünffach Meisterin und so, will ich mal sehen. Willst du es wirklich sehen? Ja, pf, du, gerne. Dann halt dich mal fest hier. Habe ich schon mal in der Kalgonit-Werbung gesehen. Ja, so. Gut. Und auch mal einen Sprung vielleicht? Auch mal einen Sprung? Ja, jetzt ist mir gerade schwindelig. So, wir fangen jetzt an. Ja, Gesichtsausdruck. Die Arme mitnehmen. Ja, ja, genau. Und noch ein Dreher. Es darf ruhig männlich sein. Es ist Ausdruck. Ja, das ist gut. Ja. Ja, das lief ja schon mal ganz gut. Annette, was sagst du? Ich bin begeistert. Also, ihr habt gut gearbeitet. Ich bin richtig stolz auf euch. Das kann sie aber auch sein. Denn jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Wir haben Wochen und gar Monate lang für trainiert. Und nun ist der große Moment. Erleben Sie die einzigartige Weihnachtskür von Olli P. featuring Olli P. und Last Christmas. Applaus im Studio!
Dank. Dankeschön. Oh. Annette, vielen, vielen Dank. 6,0, was will man mehr? Und Super Slide, das ist die Bahn, auf der Sie das zu Hause auch mal nachmachen können. Fantastisch. Das haben wir echt hervorragend gemacht. Ich dachte fürs erst Wohnzimmer. Für mein Wohnzimmer, ja, für deins ein bisschen klein. Sorry, gar kein Problem. Ausgerutscht. Ja, aber nett auch so fachlich nochmal, das war schon auf den Punkt. Also ich muss sagen, schon fast olympiareif. Aber nur fast, meine Damen und Herren. Ja, das war's bis jetzt an dieser Stelle. Wir machen gleich natürlich noch weiter in unserer Weihnachtssendung. Wir haben noch vieles, vieles vor. Denn gleich kommt der einzigartige Megastar Heino zu uns. Der wird mit uns live noch performen. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt, hab mal gecheckt, wie viel Glühwein man da trinken kann, ohne besoffen zu sein. Mehr aus unserer Kindertagesstätte und die Nummer 1 aus Deutschland, aber die ohne. Gleich nach der Werbung in der Oliver Pocher Show. Und hier die Pocher Showband. Meine Damen und Herren, willkommen zurück in der Oliver Pocher Show. Oh, und da muss ich mal hergehen zu unserer Band, unserem Pocher Show Chor. Da gehe ich doch mal ganz kurz hoch. Ganz toll, ohne euch ein einziges Mal zu versingen. Ja, das ist wirklich, wie heißt ihr? Nina Luisa. Nee, die ganze Band? Lucky Kids. Lucky Kids, seid ihr glückliche Kinder? Hm, wenn ich mal so kritisch nachfragen darf? Ja. Ja, seid ihr, sehr gut. Und wie oft seid ihr, trefft ihr euch so im Chor? Einmal in der Woche. Einmal in der Woche, das ist ja wie bei mir mit der Sendung. Ja, fantastisch. Und was macht Spaß? Ja. Ja, sehr gut. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Okay, das muss reichen. Das sollte es auch alles werden, meine Damen und Herren. Denn jetzt kommen wir zu meinem nächsten Stargast. Eine absolute Legende, eine lebende Legende. Was denn? Alles wunderbar bei mir. Eine lebende Legende. Ich freue mich, Sie können es schon sehen an mir selber. Auch klamottentechnisch haben wir uns mehr als vorbereitet auf ihn. Was, Olli? Ja, das stimmt. Er hat wirklich Millionen von Platten verkauft. Konzerte, überall, wo er hingeht, ist es immer die ausverkaufte Show, die Legende. Ich bin froh, dass er heute Abend hier ist, um ein bisschen auch weihnachtlichen und feierlichen, auch volkstümlichen Glanz in diese kleine Sendung zu bekommen. Hier ist der einzigartige Heino! Ganz weit oben im Norden, wo Schneeflocken wehen, da ist vor Jahren ein Märchen geschehen. Mitten im Winterwald, als es weihnachtlich still war und kalt. Rudolf, das kleine Rentier, mit der roten Nase dran. Das war ein wenig anders, als die anderen Tiere waren. Und alle Leute lachten, Rudolf, sag, wie siehst du aus? Mit deiner Glimmernase bleibst du lieber gleich zu Haus. Santa Claus, der sprach, Rudolf, zieh mit mir. Aber knipst die rote Nase an, dann wird mein Schlitten sicher fahren. Und alle Tiere riefen, Rudolf, du bist unser Held. Und deine rote Nase ist die beste auf der Welt. Die rote Nase an, dann wird mein
Feldschlitten sicher fand. Und alle Tiere riefen, Rudolf, du bist unser Held. Und deine rote Nase ist die beste auf der Welt. Und deine rote Nase ist die beste auf der Welt. Heino, meine Damen und Herren! Sensationell, der einzigartige Heino! Komm rüber! Hallo, hallo. Auf hallo. Unser Sofa. Fantastisch, muss ich sagen. Immer wieder kriegst du die Leute mit deinen Songs hier. Mit schöner Musik. Ne? Das kann man wohl sagen. Ah, so denn? Herrlich. Leg das ruhig, wo du möchtest. Gar kein Problem. Mhm. Heino, was war 2009 für dich für ein Jahr? Auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Ich habe 2009 angefangen zum ersten Mal mit sehr viel Erfolg eine Kirchentournee zu machen, mit Liedern. Eine Kirchentournee? Eine Kirchentournee in den schönsten Kathedralen Deutschlands. Wir haben angefangen auch in Österreich, in meiner Handelsheimatstadt. Und sehr erfolgreich mit Liedern, wo man mich nicht kennt. Schubert, Bach, Mozart, Tschaikowski. Und ich muss sagen, es macht mir sehr viel Spaß, auch mal was anderes singen zu können, als wenn du die Schwarze Barber, der Enzian oder Schwarzbrunn ist die Haselnuss. Frag mich mal, das sind die Klassiker, die Leute aber immer wieder hören wollen. Ja, und man hatte ja gehört, dass es so ein bisschen tourmäßig da Probleme gab. Das waren also nur Gerüchte. Tourmäßig gab es 2007 Probleme. Da habe ich wegen einer Krankheit eine Tournee abgesagt. Ja. Und wie das dann schon mal ist, wenn man krank wird, kann man schon mal eine Tournee absagen. Frag mich. Ich hatte die Schweinegrippe. Ich frag dich jetzt auch nicht. Ach so, ich erzähl's dir einfach, Heino. Ja, aber du kannst ja weitermachen, wenn das stimmt. Ich 2010 krank werde. Ne? Dann, deine Tour auf jeden Fall. Stehst du zur Verfügung. Aber ich mache meine auch noch zu Ende. Ja, und das sind alles auch Kirchen, in denen ich auftrete, mehr oder weniger. Gibt es da irgendwie evangelische oder katholische Kirche oder ist egal, Hauptsache Kirche? Nee, es gibt katholische und evangelische. Wir sind in beiden. Ah ja. Das ist also denen egal. Das ist denen egal, mir egal und wurscht. So sieht's einfach aus. Ja, dann sind wir sehr froh, dass es dir so gut geht und dass du hier bei uns so schön auftreten kannst. Wir haben auch noch einiges mit dir vor. Wir haben gleich ein tolles Spiel, was wir mit dir spielen, wo es für dich eine Menge Geld zu gewinnen gibt. Das sollte wohl ein Anreiz sein. Und wir haben auch noch mehr vorbereitet. Und zwar bin ich auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und habe einfach mal gecheckt, mit wie viel Glühwein im Kopf man mit den Leuten noch ins Gespräch kommt. Außerdem waren wir in der Kindertagesstätte. Und die Nummer 1 aus Deutschland, Aura Dione, kommt zu uns. Und dann ist endlich auch Bescherung für die Kleinen hier. Und solange der Pocher Kinderchor. Bis gleich nach der Werbung. Ganz toll, die Lucky Kids, die fröhlichen Kinder. Aus Köln, ja. Geht ihr eigentlich noch so auf den Weihnachtsmarkt? Geht das bei Ihnen? Ich habe gerade vorige Woche in Dortmund am Weihnachtsmarkt gesungen und doch hat mir Spaß gemacht. Also das geht. Bad Münstereifel haben wir auch gerade Weihnachtsmarkt, sehr schön, aber nur am Wochenende. Nur am Wochenende gehen Sie auf den Weihnachtsmarkt oder sind Sie nicht da? Nee, Wochenende ist nur in Bad Münstereifel. Ah, okay. Ach so, da bauen die immer auf und ab. Und ist das nicht so, dass Sie sagen, Heino, Heino ist der beste Mann. Auch da habe ich mich dran gewöhnt. Ach so, ich nicht. 50 Jahre, ja, du heißt auch nicht Heino. Das ist das ist der Unterschied, ja. Sehr gut. Naja, das ist schlimm, wenn man vorgeführt wird in seiner eigenen Sendung, aber es ist absolut okay. Von Heino lasse ich mir das schon mal gefallen. Ja, was ist bei euch? Geht ihr auf den Weihnachtsmarkt? Ja, ich war gestern hier in Köln. Ach, gestern? Gestern war ich hier, ja. Und hat dir sehr gefallen? Es war nett. Ja, Olli, und bei dir, bist du angeprollt oder geht das? Ich war erst einmal, aber es war um 10.30 Uhr vormittags und habe mit einem Kumpel Glühwein getrunken. Aber morgen gehe ich auch noch mal. Sagt auch ein bisschen was über dich beruflich aus. Definitiv. Ja. Ich habe
Privatier. Kann einfach schon sich morgens um 10 an Glühweinständen mit seinen Kumpels hinstellen und dann kommt irgendwann der Moment, ja, wo die Rechnung auch den ganzen Tag dann da stehen. Ja, mit der einen Tasse. Die waschen ja eh nicht, also von daher ist ja egal. Die wird ja einfach wieder reingestellt und gut ist. Ja, ich bringe die mal mit. Ja, auch das. Und ich war auch auf dem Weihnachtsmarkt hier in Köln und wollte mal so ein bisschen gucken, wie so die Stimmung ist. Und da auch so ein bisschen in weihnachtliche Stimmung zu kommen, ist das ja genau das Richtige. Und was dort passiert ist und wie die Leute mich so empfangen haben und ob sie auch noch Weihnachtslieder klassische können, das sehen Sie jetzt. Hallo meine Damen und Herren, wie kann man besser in Weihnachtsstimmung kommen als auf so einem Weihnachtsmarkt? Und ich bin hier jetzt auf dem Kölner Weihnachtsmarkt und schaue mich mal so ein bisschen um, wie die Stimmung ist. Hallo Nicola, kleines Mäuschen. Hallo. Was schraubt man sich denn hier rein, um so schnell wie möglich die Leute nicht mehr tragen zu müssen? Wir haben so einen Molotow-Cocktail. Du kannst erst mal dran riechen hier. Ja Mensch du. Na, dass man noch so entspannt ist, bevor man am 24. die ganze Geschenke liefern muss, finde ich sensationell. Willst du mal probieren? Komm. Entschuldigung, wenn ich hier mit dem Weihnachtsmann schon stehe, das nehme ich doch knallhart mit. Ja, mal probieren. Und wie lange vom Nordpol gebraucht bis hierher? Na, ich war zwischendurch noch woanders gewesen. Ah, ja. Andere Fußballmannschaft gutachtet. Ja, dann viel Glück. Wir sehen uns ja am 24. Dann sehen wir uns wieder. Mit der Route, wie immer. Ich habe eine Frage, können Sie mir kurz mal die Nase putzen? Ich habe nämlich gerade, also, es läuft gerade wie Sau bei mir. Ich frage ja nur mal, könnten Sie mir mal die Nase putzen? Ich kann jetzt nicht die Nase putzen. Nee, das geht doch schon. Nee, geht ganz komm, jetzt nicht. Mach doch mal, du musst doch die Wurst nicht mehr geht anfassen. Geht ganz sicher nicht. Ich schnaub auch nicht so doll. Nur eins habe ich schon reingeschnaubt. Oh. Aber wenn ich das wieder Ihnen gebe? Auch das nicht. Na gut. Wir trinken einfach auf Heino. Heino. Heino? Wer ist das denn? Der ist bei uns im Studio. Der ist pleite. Ja, Entschuldigung, das sind Gerüchte. Ja, der Prost, Prost also, Heino, Entschuldigung, Prost ja, Heino. Ich muss nicht sagen, auf Heino. Auf Heino. Prost Heino. Prost. Jetzt trinken wir... Stimmt auf Heino. Bei mir bleibt es auch bei Heino, der hat es echt nötig. Auf Heino. Auf Heino. Auf Heino, Prost Olli. Ja, Prost Olli. Ich muss noch mal, was da hinterher ist. Ja, das wäre ganz gut. Was ist das denn? Korianderbrot mit Speck, Gurke und Senf. Rein damit. So, eine original russische Serviette. Du ekelst ja aber gar nichts, ne? Aber was ist denn da drin? Senf, normale Senf. Ja, kein normaler Senf russische ist das doch. Senf. Der russische Senf, das ist doch irgendein... Verarsch mich doch. Oh, genau die brauche ich eigentlich. Ja. Dankeschön. Geh doch mal. Nee, ist für die Geschenke, weil dann bräuchte ich sie nicht selber kaufen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Manchmal sieht das ja albern aus, wenn man so im Herz rumläuft, aber... Ja, mein Gott, man kann sich immer zum Idioten machen, ne? Ja, ist gerade geschehen. Ja. Ich könnte hier auch einen super Anmachspruch bringen. Hallo, dürfte ich Sie mal kurz bürsten? Danke, ich halte mich selber sauber. Manchmal sehen ja Ohrenschützer sehr bescheuert aus. Oft hat man ja Pech mit seinen Ohrenschützern, aber die sind ja wirklich sehr gut. Ja, besser wie deine Mütze. Ich merke das schon. Ja. Wo gab's die denn? Ich nehme an, da vorne am Stand. Hallo. Hallo. Ach, ich habe schon gedacht, wo sind die ganzen, wo kriegt man diese ganzen Touri-Mützen her und so? Ah, hier sind die. Auch gut. Fandet er nicht so gut, das war meine eigentlich, meine Originalmütze. Danke. Ich kann kein Weihnachtslied, können Sie eins singen mit mir? Was hättest du denn, Jan? Ja, was haben wir denn im Angebot? Was haben wir denn im Angebot? Oh, Tannenbaum, sag es doch. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Wie schön sind deine... Nadeln. Deine Nadeln. Ding, ding, dang, ding, ding, dang, ding, 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 dang. Oh, Tannenbaum. Weiter weiß ich nicht. Weiter weiß ich auch nicht. Ach, ja. Es ist immer nur eine Strophe, ich wirklich. Ja, ich kann noch was anderes das jetzt, ja, jetzt bin ich ja gespannt. Ja. Was ist denn der zweite Knaller? Weil wir in Köln sind, ziehen wir, lass uns froh und munter sein. Lustig, lustig, tralalalala. Heute ist Ollis Abend da. Das ist richtig. Heute ist Ollis Abend da. Schön, dass Sie mal gut hier von mir auch. Gut. Glückwunsch, Feiertag. Recall, wir sehen uns. Ja, ja. Tschüss. Auf die Beine.
Weihnachtsmarkt in Köln. Habt ihr schon alle Geschenke? Ich habe sie an. Ja, die darfst du behalten, sehr gerne. Ja, aber auch für die Lieben und so, ist das schon alles gekauft? Alles schon in trockenen Tüchern. Bei dir? Ja. Auch hier, Heino, auch schon? Mein Geschenk sitzt vorne in der ersten oder zweiten Reihe. Welche möchtest du denn mitnehmen? Die Hannelore, natürlich. Die ist da, die reicht als Geschenk. Das reicht, ja. Wir haben natürlich auch Geschenke für Prominente hier. Wir können schon vorab sagen, was sie bekommen. Hier zum Beispiel, das ist ein sehr schöner Gutschein. Den hier bekommt Jens Lehmann geschenkt. Das ist ein Gutschein über ein exklusives Schnupperwochenende der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in München. Die schenken wir ihm, denn der geht schon mal raus. Dann hier natürlich auch nach Italien. Das ist für Silvio Berlusconi. Das kann man ja jetzt die Tage gebrauchen, nachdem der Rest schon mal raus ist. Nachdem man den Dom ins Gesicht bekommen hat. Und für Bill vom Tokyo Hotel was zum Anziehen haben wir diese Hose besorgt. Ja. Wissen wir selber, ist eine Nummer zu groß, aber da wächst da noch rein. Und wir möchten jetzt ein kleines Quiz mit dir spielen. Du verfolgst die Zeitung und so ein bisschen die Schlagzeilen des Jahres? Ja, ab und zu mache ich. Ab und zu, natürlich, was man so mitbekommt. Wir haben nämlich sehr viele Schlagzeilen mal gesammelt, auch kuriose. Und möchten gerne von dir wissen, ob du glaubst, ob dieses Jahr stattgefunden haben oder ob wir uns das nur ausgedacht haben. Und da möchte ich dich mal bitten, hier an unser Pult rüberzukommen, an unser Spielpult. Und du wirst gegen einen Kandidaten aus dem Publikum spielen. Stell dich hier schon mal hin. Wer möchte denn gerne mitspielen? Gibt es irgendjemanden, der sich hier freiwillig meldet? Da vorne haben wir einen Herrn, da haben wir einen Herrn. Ich gehe mal hier vorne durch. So, hier wurde schon der Arm direkt wieder nach unten gezogen. Hier. Hallo, du bist der? Mario. Mario. Mario, wo kommst du her? Wiesbaden. Wiesbaden. Was machst du beruflich? Zeitsoldat. Zeitsoldat. Das heißt, zurzeit bist du Soldat oder kein Soldat? Soldat. Soldat. Kannst du auch einen ganzen Sätzen? Ja, würdest du hinbekommen. Ja, jawohl. Wo bist du stationiert? Hammelburg. Nähe Würzburg. Da geht es natürlich ab. Eines der Krisengebiete in Deutschland, was wir haben. Mario, möchtest du gern gegen Heino antreten? Ja, klar. Ja? Dann Riesenapplaus für Mario, unser Kandidat. So, komm hierher. '09 oder '09? Okay, ich stelle euch die erste Schlagzeile vor und die lautet: England. Gärtner findet Römerschatz beim Unkrautjäten. Im Dorf East Clanton in der Nähe von Guildford in der Grafschaft Surrey ist der Gärtner David Bristow beim Unkrautjäten auf einen Römerschatz gestoßen. Der Schatz wird derzeit in der Londoner Universität untersucht und könnte mehrere Millionen britische Pfund wert sein. Stimmt das, ja oder nein? Eure Antwort bitte jetzt. Heino meint ja, Mario meint nein. Und die Antwort ist nein. Ist es richtig? Das heißt für dich schon mal ein erstes Silvesterpaket und Heino, weil er einfach mitmacht, schon mal 100 Euro. So. Nächste Frage. Naja, nimm die ruhig mit. So. Frau lebt mit Känguruleber. Im australischen Perth wurde eine Frau erstmals eine Känguruleber eingesetzt. Das Organ des Beuteltiers wurde nach einer 6-stündigen Operation vom Körper der Frau sehr gut angenommen. Stimmt das? Ja oder nein? Jetzt zeigen. Heino meint nein. Und Mario meint auch nein. Und habt ihr beide recht gehabt, denn es ist komplett falsch. Da gibt es schon wieder für Mario was zu Silvester und ich würde sagen, einfach noch mal ein Huni für Heino, dass er mit dabei ist. Komm, 150. So, letzte Frage. NRW. Mann ließ sich versehentlich den Namen der Ex-Freundin auf den Arm tätowieren. In Unna hat sich ein 42-jähriger LKW-Fahrer versehentlich nicht den Namen seiner Freundin, sondern den seiner Ex-Freundin auf den Arm tätowieren lassen. Seine Entschuldigung, ich hatte Angst vorm Tätowieren und habe vor Aufregung die Namen verwechselt. Stimmt das, ja oder nein? Kann sein. Heino sagt, das ist auch mir schon mal passiert, ja. Und auch Mario sagt, ja. Das ist beides komplett falsch, denn das haben wir uns nur ausgedacht. Trotzdem ein Applaus.
Und Mario kriegt trotzdem unser großes Silvesterpaket von Dü vom Allerzartesten. Und komm, ja, noch ein bisschen Cash mit dazu und den Rest. Danke. Heino, hä? Das hat sich ja wohl gelohnt. Wie feierst du Weihnachten? Oh, mit der Freundin, ganz gemütlich, Eltern. Ja, da ist ja hier das Raclette genau das Richtige. Und ansonsten hast du hier noch Tischfeuerwerk. Silvester ist, glaube ich, gerettet. Und wir kommen gleich zu unserer großen Bescherung. Da freuen sich schon die Kinder hier sehr drauf. Und vorher möchten wir ihnen noch zeigen, wie unsere Kinder im Kinderheim drauf gewesen sind. Vor allem, wenn sie feststellen, dass der Weihnachtsmann gar nicht der Weihnachtsmann ist. Wollen wir noch zum Abschluss ein Weihnachtslied singen? Ja! Nein, bitte nicht, ich kann's nicht hören! Wer kann Last Christmas vom Handy-Klingelton? Ich! Keiner? Okay, welchen Song singen wir? Was für ein Lied kommt jetzt? In der Weihnachtsbäckerei! In der Weihnachtsbäckerei! Meine Damen und Herren, zum großen Finale Weihnachtsbäckerei von Rolf Suchowski, einer meiner Lieblings-CDs. In der Weihnachtsbäckerei. Hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Da sind wir dabei. Nein, das ist prima. Prima. So, dann komme ich Karneval wieder und dann verteile ich Kleiner Feigling. Ja? Du bist nicht echt. Ein Kind hat so ein Hosen noch. Also, der Weihnachtsmann, ja, ich kann mir nichts mehr. Wenn ihr es nicht glaubt, dann kann ich euch mal echt gleich mal Eier verpassen. Dann. Das soll ich ausziehen? Ich hab mich doch nicht verkleidet. Ich bin der Weihnachtsmann. Nein, ich bin der Weihnachtsmann. Das stimmt doch gar nicht. Das kann man ausziehen. Pass mal auf, Weihnachtsgeschenke strichen für die Nummer hier. So, und dann stehst du nämlich da. Wollen wir mal sehen, wer der Weihnachtsmann ist. Du glaubst es immer noch, oder was? Dann zieh ich mir Socken über die Arme. Ziehst du dir Socken über die Arme? Wir können doch mal rausgehen, dann klären wir die Nummer mal. Oder ich zieh dir die Unterhose raus. Kinder, ich hab gerade eine SMS bekommen. Ich muss in den nächsten Kindergarten. Tschüss. So, jetzt wollen wir mal gucken. Der Weihnachtsmann war gerade da, wie das bei den Kindern so angekommen ist. Hallo. Ich habe gehört, der Weihnachtsmann war hier gerade da. Wer sagt denn sowas? Weil in deinen Haaren wie ein Weihnachtsmann ausgesehen. Ich hab doch keine weißen Haare. Schuhe. Was bitte? Was für Schuhe? Ich hab ganz normale Schuhe an. Der echte Weihnachtsmann ist tot. Echt? Wann ist denn der gestorben? Seit wann er gestorben ist? Seit 200.000 Jahren. Ja. Hast du nicht Bock, Gags für Mario Barth zu schreiben? Nein. Michael Jackson ist gestorben. Das ist richtig. Aber der war nie der Weihnachtsmann. Obwohl... Ich kann mir schon vorstellen, dass der schon mal den Weihnachtsmann gemacht hat, wenn sich die Kinder so süß dahinsetzen. Du hast gesagt, ich bin in der Band. Nee, ja, das hat der Weihnachtsmann gerade gesagt. Dass nein, du warst das. Ich habe deine Stimme gehört. Du warst das. Du warst das. Du warst das. Du warst das. Sag mal, das ist ja aber CSI Kindergarten gerade, was? Habt ihr ganz genau gesehen. Wo der Olli? Wo der Olli ist? Der steht gerade vor dir. Oh. So, ich glaube, da haben wir ja viel gelernt über den Weihnachtsmann. Zurück ins Studio. Ho, ho, ho! Ich bin's, der Weihnachtsmann. Ja, da bin ich wieder. Der Olli ist kurz gegangen und jetzt kommen wir zum interessantesten Teil, nämlich zur... Leonie. Hey. Jetzt kommen wir zur Bescherung. Leonie feiert. Lena feiert ja. Kommen wir jetzt zur Bescherung? Wollen wir Bescherung machen? Ja? Dich muss ich gar nicht fragen, oder? Du hast auch Bock auf Bescherung, oder? Ja. Natürlich. Dann kann ich euch sagen, alles, was hier drin ist in den Kisten, ist alles euer. Das könnt ihr alles aufmachen jetzt. Das ist alles euer. Seid ihr glücklich? Ja. So,
Und dann haben wir für euch Ältere natürlich auch. Ihr habt euch so viele Sachen gewünscht. Und ich kann euch sagen, wir haben alles, was ihr haben wolltet, haben wir für euch. Ja? Wir haben das Fahrrad hier. Wir haben hier vorne Fußbälle. Wir haben ein Trikot von Hannover 96. Wir haben Gutscheine für die Kölner Haie. Alles, was ihr haben wolltet, da kommt die Gutscheinfee auch noch mal rein. Ja, kleiner Applaus für unsere Gutscheinfee. So, Dankeschön. Das haben wir alles für euch. Und Heino hat gesagt, was soll ich mit dem ganzen Geld, was ich gerade gewonnen habe? Der schenkt euch das auch noch oben drauf, dass ihr da noch was Schönes für machen könnt. Ja? Ja, ich gebe dir das. So. Hier, Mensch, du, hier ist aber ganz schön Alarm bei euch, wenn ich das mal so sehe, oder? Ja, ja. Ja, okay, das reicht irgendwie. Jetzt kommen wir zu einer jungen Dame, die ist momentan Platz 1 in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Ein Riesenapplaus für Aura Dione aus Dänemark. Mit 365 Days, I Will Love You Monday. Very good. Thank you. How are you celebrating Christmas in Denmark? Was macht ihr Weihnachten in Dänemark? Well, I'm gonna eat a lot of food because that's my favorite thing for Christmas. Mm-hmm. And hopefully I will get some presents this year. I think so. Ja, ich glaube, sie wird eine Menge Geschenke kriegen. So wie unsere Kinder heute hier. Ich sehe schon, das sieht hervorragend aus. Playmo, Nintendo DS, Fernseher, Roller. Was will man mehr? Ihr seid glücklich? Alles. Alles. Ja, das alles
hab ich. Ja, ist okay, Joel. So, meine Damen und Herren, vielen Dank. Aura Dione, Dankeschön an Heino, Annette und Natürlich. So ist richtig. Olli P., das war's für uns mit der Olli Pocher Show, unserer Weihnachtsshow. Guten Rutsch. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder am 8. Januar.